Hallo miteinander, ich bin Julian von Schallwerk Audiotechnik hier in unserem Lager in Wollhausen. Schallwerk ist der Schweizer Vertrieb der Marke Coda Audio. In diesem Video möchte ich euch die Q-Serie von Coda Audio näher bringen. Q, das gehört man schon aus dem Namen, ist die Monitorlinie von Coda. Die Q-Serie von Coda besteht aus drei Mitgliedern, einem Q4, einem Q2 und dem grössten Mitglied, dem Q1. All die drei Lautsprecher sind Dreiwegsysteme. Im Unterschied zu einem konventionellen Zweiwegmonitor hat es einen entscheidenden Vorteil, und zwar, dass sich im Frequenzbereich, der kritisch ist für die Sprachverständlichkeit, nämlich so zwischen 1 und 2 kHz, keine Frequenzweichen befindet. Weil es zwei Frequenzweichen sind, ist die eine unterhalb von diesem Bereich und die andere oberhalb von diesem Bereich. In diesen drei Modellen hat Coda überall die gleiche Mittel-Hochton-Einheit verbaut, die sehr speziell designt ist. Anstatt zwei separate Treiber nebeneinander zu platzieren, besteht die Einheit aus zwei Ringmembranen, die koaxial hintereinander angeordnet sind. Eine Membran gibt der Mitteltonbereich wieder, eine Membran ist für den Hochtonbereich zuständig. Das koaxiale Design hat gegenüber einem klassischen Tontreiber mehrere Vorteile. Und zwar schon der Platzbedarf. Es braucht schlicht weniger Platz, zwei Membranen hintereinander zu verbauen als nebeneinander. Aber auch akustisch hat es klare Vorteile. Weniger Verzerrungsprodukte, eine höhere Sensitivity und allgemein eine höhere akustische Leistung. Ein grosser Vorteil ist auch die perfekte Phasenkohärenz von diesem System. Mit dem erreicht man eine konstante Abstrahlung, und zwar On-Axis wie auch Off-Axis. Unter anderem diesen Effekt möchte ich euch gerne später in diesem Video anhand eines kleinen Versuchsaufbau näher bringen. Schauen wir uns die drei Monitore doch etwas genauer an. Wir starten mit dem Q4. Der Q4 ist bestückt mit zwei 8 Zoll Tieftontreiber. Und hier unter dem Waveguide hockt eben der Koaxialkompressionstreiber. Der Q4 ist nur 27 cm hoch und nur 19 kg leicht. Also sehr ein leichter, kompakter Monitor. Genau gleich wie der Q4 aufgebaut ist der Q1. Der Q1 ist mit zwei 12-Inch Woofer bestückt und genau gleich auch mit dem Waveguide und dieser Mittelhochton-Einheit. Der Q1 ist etwas grösser als der Q4, er ist 32 cm, aber immer noch für einen Doppel-12-Zoll-Edge sehr klein und kompakt gebaut. Ein zentraler technischer Anspruch von Coda ist immer, die perfekte Phasenkohärenz innerhalb von einer Lautsprecherbox zu erreichen. Das schafft man, indem man die akustischen Zentren von allen Treibern möglichst nah beieinander hat. Beim Q4 und beim Q1 ist es so gelöst, dass der Waveguide, der über dieser Koax-Einheit hockt, asymmetrisch abstrahlt. Und zwar in die Richtung 40 Grad, in die Richtung 55 Grad. Das hat dann zur Folge, dass die akustischen Zentren von der Mittel-Hochton-Einheit und von den beiden Woofer direkt auf einer Achse übereinander liegen. Ein anderer, technisch gesehen nicht weniger spannender Ansatz hat Coda beim Q2 verfolgt. Die oberste Maxime war wieder, perfekte Phasenkohärenz innerhalb von einer Box zu erreichen. Der Q2 ist bestückt mit einem 15-Inch Tieftöner und auch einer von diesen Mittel-Hochton-Einheiten. Der Clou daran ist aber, dass der Koaxial-Kompressionstreiber triaxial mit dem Tieftöner verbunden ist. Das heisst, die akustischen Zentren von diesen drei Treibern sind wirklich auch physisch auf einer Achse verbaut. Ich möchte euch jetzt anhand eines kleinen Versuchsaufbaus und einer Messreihe die akustischen Vorteile eines triaxialen Designs und eines symmetrisch phasenoptimierten Designs im Vergleich zu einem klassisch aufgebauten Dreiweg-Design aufzeigen. Hier seht ihr meinen Versuchsaufbau. Die Messpunkte sind jeweils bei 0 Grad,
plus minus 25 Grad, plus minus 45 Grad, plus minus 60 Grad und plus minus 90 Grad. Gemessen habe ich 1,5 Meter Abstand vom Lautsprecher und vertikal gesehen in der akustischen Achse. Noch kurz ein paar Worte zu unserer Referenzbox. Die G715 ist eigentlich genau gleich aufgebaut wie der Q2. Und zwar mit einem 15-Inch Tieftöner und einem von diesen koaxialen Kompressionstreiber. Weil sie klassisch und nicht triaxial aufgebaut ist, ist sie 16 cm grösser und 5 kg leichter als der Q2. Sie hat aber genau das gleiche Abstrahlverhalten, 60 Grad auf 90 Grad. Die Coda G715 ist eine klassische PA-Box, hat aber ein abgeschrägtes Gehäuse und so kann man sie als Bodenmonitor brauchen. Es ist wichtig zu wissen, dass die Messungen nicht unter Laborbedingungen entstanden sind. Man sieht gewisse Effekte wie Bodenkopplung oder Reflexionen und man kann die Messungen nicht vergleichen mit Messungen im reflexionsarmen Raum. Schauen wir uns zuerst die Messdaten von unserer klassischen Box vor Coda G715 an. Ich schalte hier die Messung an, die ich auf 0 Grad direkt vor der Box gemacht habe. Wenn wir uns hier den Phasenverlauf anschauen, dann sehen wir, dass Coda ihrem Credo vor bestmöglichen Phasenkohärenz innerhalb einer einzelnen Box sehr schön gerecht wird. Von 120 Hz bis 14 kHz ist die Phase quasi flach. Und auch über den ganzen Wirkungsbereich dieser Box, von sagen wir 50 Hz bis 20 kHz, hat der Phasenverlauf nicht mehr als 360 Grad, was sehr ein guter Wert ist für eine klassische Dreiwegbox. Wenn man jetzt die Kurve dazu schaltet, die ich gemessen habe, auf plus 25 Grad und minus 25 Grad, dann wird ein Effekt offensichtlich. Wenn man sich hier den Frequenzverlauf anschaut, dann sieht man, dass so zwischen 400 bis 1,5 kHz, also in einem wirklich kritischen Bereich für die Sprachverständlichkeit, die Kurve recht markant auseinanderdriften. Und zwar driften die zwei Kurven, plus und minus 25, hier rot und orange, nicht nur weg von der 0-Grad-Linie, ich schalte die mal aus, sondern sie verhalten sich eben auch asymmetrisch. Das heisst, die Box tönt nicht genau gleich, ob man jetzt links von dieser Box steht oder ob man rechts von dieser Box steht. Das Phänomen ist physikalisch relativ einfach zu erklären. Hier bei 750 Hz ist bei dieser Box der Crossover-Bereich, also die Trennfrequenz zwischen dem Tieftöner und dem Mitteltöner. Das heisst, in diesem Bereich strahlen beide Treiber die Frequenzen ab. Weil der Woofer und der Mitteltöner bei dieser Box aber nicht auf der gleichen Achse montiert sind, hat man, wenn man vor dieser Box rumläuft, selten den gleichen Abstand zu beiden Treibern. Es entstehen also positive und destruktive Interferenzen. Das ist das, was man hier sieht. Was ich noch anmerke, ist, alle vier Boxen, die ich hier Messresultate zeige, haben in der horizontalen Ebene ein Abstrahlverhalten von 60 Grad. Das heisst, bei diesen zwei Kurven plus minus 25 befinden wir uns noch innerhalb des Abstrahlwinkels dieser Box. Wenn wir aber die nächste Kurve anschauen, befinden wir uns schon außerhalb des Abstrahlungswinkels dieser Box. Schauen wir uns also mal an, was bei plus minus 45 Grad passiert. Man sieht, der Effekt wird noch deutlicher. Er ist jetzt schon etwa 9 dB Unterschied zu der 0-Grad-Linie. Wenn wir uns noch 60 Grad anschauen, wird der Effekt noch deutlicher. Schon fast eine Auslöschung gegenüber der 0-Grad-Linie. Und wenn man 90 Grad Kurve anschaut, also rechtwinklig zu dieser Box steht, sieht man ganz einen deutlichen Effekt. Das ist ein physikalisches Problem, das jede Dreiwegbox hat, die die Treiber separat angeordnet hat. Das kann man schlicht nicht anders lösen, wenn man ein klassisches Design von einer Dreiwegbox hat.
Wenn wir uns jetzt nochmal die Messung, die ich auf 0 Grad gemacht habe, auf plus 25 und auf minus 25 anschauen und uns die Phasen anschauen, sieht man die Problematik auch im Phasenverlauf. Bis zur ersten Trendfrequenz ist alles sehr homogen und ab dann gehen die Phasen auseinander rund um die erste Trendfrequenz. Schauen wir uns jetzt mal den Messwert vom Q2 an. Der Q2, zur Erinnerung, ist genau gleich bestückt wie der G715, eben einfach wie gesagt triaxial und nicht klassisch aufgebaut. Wenn wir uns wieder 0 Grad Messung, plus 25 Grad Messung und minus 25 Grad Messung anschauen, dann sehen wir in diesem Crossover-Bereich bei 750 Hz fast keine Abweichung zur Nulllinie, höchstens ein halbes dB und, wenn wir die Nulllinie mal ausblenden, eigentlich eine perfekt symmetrische Abstrahlung. Es ist also absolut kein Unterschied, ob man bei diesem Monitor direkt vor dran steht, links davor steht oder rechts davor steht. Wir können jetzt mal aus dem Abstrahlbereich von diesem Monitor rausgehen und plus minus 45 Grad Messung anschauen. Ich stelle mal plus minus 25 Grad Messung ab. Und da sehen wir auch hier, wieder mit der 0 Grad Messung dazu, eigentlich sehr wenig Abfall, obwohl wir uns schon außerhalb vom Abstrahlbereich von dem Monitor befinden. Knapp zwar, aber gleich außerhalb. Sehr wenig Abfall und wieder eine perfekt symmetrische Abstrahlrichtung. Ein perfekt symmetrisches Abstrahlverhalten. Wenn wir uns jetzt noch plus minus 60 Grad und plus minus 90 Grad Kurve anschauen, dann sehen wir im Vergleich zur Messung auf 0 Grad zwar einen deutlichen Abfall. Das ist ja auch erwünscht, man will ja nicht, dass ein Monitor kugelförmig abstrahlt. Aber auch hier wieder eine perfekt symmetrische Abstrahlung bis in fast in die höchsten Frequenzen bei plus minus 60 Grad und sogar wenn man rechtwinklig zu dem Monitor steht, bei plus minus 90 Grad immer noch eine perfekt symmetrische Abstrahlung. Wenn wir uns jetzt nochmal die Messung auf 0 Grad und die Messung auf plus minus 25 Grad anschauen und uns den Phasenverlauf anschauen, dann sieht man, der Phasenverlauf ist quasi perfekt konsistent von unten über den Crossover-Bereich vom Tieftöner zum Mitteltöner bis ganz oben. Schauen wir uns zum Schluss noch die Messdaten vom Q1 an. Die Messdaten vom Q4 werde ich nicht separat zeigen, weil ja Q1 und Q4 identisch aufgebaut sind, ein identisches Design haben, sind auch die Messdaten von diesen zwei Monitoren eigentlich fast identisch. Schauen wir uns wieder 0 Grad plus und minus 25 Grad Kurve an. Und auch hier sieht man fast perfekte Übereinstimmung zwischen 0 Grad und plus minus 25. Perfekt symmetrische Abstrahlung zwischen plus 25 und minus 25. Wenn man jetzt plus minus 45 dazu tut, sieht man wieder die gleiche perfekte symmetrische Abstrahlung. Auch wenn der Monitor nicht triaxial aufgebaut ist, aber halt gleich symmetrisch phasenoptimiert aufgebaut. Also auch das symmetrische phasenkohärente Design funktioniert sehr gut. Bei plus minus 60 und plus minus 90 wieder das gleiche Bild. Fast perfekt symmetrisch, wenn man da plus minus 60 anschaut oder plus minus 90, fast perfekt symmetrisch, mit natürlich einem klaren Abfall, weil es ja außerhalb der Abstrahlungsrichtung von diesem Monitor gemessen ist. Wenn wir nochmal schnell 0 und die Messung auf plus minus 25 anschauen und uns den Phasenverlauf anschauen, dann sehen wir eigentlich eine perfekt konsistente Phasenabstrahlung. So eine konsistente Abstrahlung über das Spektrum, wenn man jetzt da plus minus 45 noch dazu tut, das erreicht man wirklich nur mit einem triaxialen
Design oder mit einem symmetrisch phasenoptimierten Design eines Monitors. Das wird man nie erreichen mit einer klassisch aufgebauten Monitorbox. Was haben wir bei diesen Messungen genau gesehen? Durch das triaxiale und das symmetrisch phasenoptimierte Design erreicht Coda sehr gleichmäßig phasenkohärent abstrahlende Monitore. Der Künstler hört das gleiche, natürliche, unverfälschte, druckvolle Klangbild, ob er jetzt direkt vor dem Monitor steht, im Abstrahlwinkel links oder rechts von dem Monitor steht oder sogar noch aus dem Abstrahlwinkel rausläuft. Die Homogenität im Frequenz- und Phasenverhalten ist übrigens auch essentiell für die Feedbackstabilität eines Monitors. Je homogener ein Monitor abstrahlt in Bezug auf Phase und Frequenz, desto feedbackstabiler ist er natürlich schlussendlich auch. Ich möchte euch noch schnell zwei Finessen zeigen, die Coda in all diesen drei Modellen hat eingebaut. Hier unten haben wir ausklappbare Standfüßchen. Mit denen kann man die Neigung des ganzen Monitors auf dem Boden verändern. Zum Beispiel sehr gäbig, wenn ein Künstler nicht am Monitor steht, sondern noch ein Pedalboard dazwischen hat oder ähnliche Situationen. Hier vorne hat Coda so ein Kabelriegel eingebaut. Wenn man jetzt ein Kabel einsteckt, kann man das hier arretieren. Und wenn man den Monitor dann wieder auf die Bühne legt, sieht es erstens sehr schick aus. Man sieht keine Buchse, man sieht keinen Stecker. Und zweitens kann man den Monitor beliebig verschieben, ohne dass man Angst muss haben, dass man ihn auf das Kabel stellt. Coda hat bei dieser Monitorlinie die Vorteile von diesen zwei revolutionären Designs zusammengebracht mit den grossen Vorteilen des koaxialen Kompressionstreibers. Die drei Monitore überzeugen alle mit unglaublicher Punch und Dynamik. Schnellste Transienten werden immer noch super wiedergegeben. Sie haben alle eine sehr konsistente und feedback-resistente Abstrahlung. Und das alles noch in einem unglaublich kompakten Format. Ich hoffe, ich habe euch in diesem Video die Eigenheiten und Vorzüge von diesen drei Monitoren ein bisschen näher bringen. Wenn ihr sie selber mal hören und sehen wollt, dürft ihr jederzeit sehr gerne für einen Demo-Termin bei uns vorbeikommen. Danke vielmals fürs Zuschauen. Bis bald.